Hallo Leute, willkommen beim Feriendorf Landleben, einem LS19 Mini-Let's Play. Dies ist Teil 7. Mal wieder haben wir einen wunderschönen Morgen. Seit dem letzten Video sind ein paar Tage vergangen, in denen ich die Tiere versorgt und die Feldarbeit überwacht habe. Genau wie in den ersten beiden Tagen, ihr habt also nichts verpasst. Heute ist ein besonderer Tag. Denn Gerti und Erwin kommen wieder nach Hause. Sie haben mir auch erlaubt, sie mal ins Video zu bringen. Haben sich wohl an meine Kamera gewöhnt. Darum gehe ich nochmal zurück ins Haus. So. Denn ich will ihnen ein leckeres Begrüßungsfrühstück machen. So. Oh, it's been day. Auf dem alten Herd macht es echt Spaß zu kochen. Ist mal was ganz anderes. So, jetzt noch auf den Tisch stellen. Eigentlich müssten sie gleich kommen. Da höre ich sie auch schon an der Tür. Dann gehe ich gleich mal zum Begrüßen. Oh, sie sehen richtig gut erholt aus. Ach, wie schön, die beiden so glücklich zu sehen. Zu Tisch, ihr beiden. Ich habe Frühstück gemacht. Jetzt, nach dem Frühstück, gehe ich mal an die Arbeit mit den Tieren. Und lasse die beiden in Ruhe ankommen. So. Bis später, ihr zwei. Okay, was gibt es jetzt zu tun? Ich denke, ich bringe erstmal die Eier zum Laden und die Milch. Damit. Oioioi. Das ist ja richtig viel geworden. Ey, ihr wart ja richtig fleißig, ihr Hühner. Sehr gut. Sollte man vielleicht noch mal untertags was wegbringen. Sonst muss ich hier ja mehrmals laufen. Und es würde sich vielleicht doch ein kleiner Anhänger nehmen. Oder so ein Mahindra oder sowas. So. Gut, da kann ich jetzt gleich hier im Kreis rennen. Und noch mehr holen. Von hier. Oh, die haben auch viel gebracht. Wow. Das gibt viel Pfannkuchen und Frühstückseier. So. Okay. So frische Eier kriegen die Gäste. Das ist doch toll. So. Den letzten Karton, den lasse ich dann liegen. Damit sie den noch richtig voll machen können. Gut. Ja, bisschen hoppelig hier der Weg. So. Gehen ist irgendwie einfach. Stolper ich nicht so viel. Und lieber doch wieder rennen. Auch wenn es ab und zu mal holpert. So, ich denke, die letzten beiden Eierkartons oben lasse ich erstmal liegen, weil jetzt haben die Gäste wirklich genug Eier fürs Frühstück. Und jetzt fahre ich lieber mal die Milch. So.
Nee, das war jetzt irgendwie falsch. So. Jawohl. Jetzt fahre ich hier eine kleine Ehrenrunde. Und dann muss man auch wieder ordentlich sauber machen. Und vielleicht nochmal Wasser nachfüllen. Bei allen Tieren außer den Hühnern. So geht. Mal gucken. Ja, sehr gut. Wunderbar. Immerhin 3700 Liter. Ja, da kann man dann auch schön Käse machen. Käse, Sahne, Butter. Alles, was das Gästeherz begehrt. Und natürlich Eiscreme. So. Naja, das bringt immerhin 2500. Durch diese diversen Verkäufe kommt hier schon was zusammen. So. Stelle ich den mal wieder hier hin. Da steht der ganz gut. Und jetzt mal nach der Wolle gucken. Die Wolle ist auch schon wieder voll. Okay. Dann fahre ich jetzt auch gleich noch die Wolle zum Laden. Dann ist das nämlich erstmal erledigt. Und dann kümmere ich mich um die Sauberkeit. So. Es ist noch ganz schön morgenfrisch. So. Jawohl. Das ist doch fast so, wie es sein soll. So, auch noch mal ein Tausender. Ich meine, ein Hof wird davon nicht reich. Klasse, sehr wohl. Aber es trägt durchaus zum Einkommen bei. So.
Ja, schon wieder das Falsche. Siehste. Sehr gut. Und jetzt holen wir uns den anderen Frontlader. Um überall sauber zu machen. Oh, und ich habe es nicht geschafft, die Birke dazu zu Kleinholz zu verarbeiten und zu entsorgen. Naja, das muss dann noch der Erwin machen. Das wird er schon schaffen. So. Vielleicht findet er ja auch einen Helfer dafür. Er hat ja hier schon fleißige Helfer. So. Okay, gut. Wunderbar. Ja, hier ist es liegen geblieben. Jetzt. Okay. Und dann fahren wir bei den Kühen vorbei. Okay. So, wunderbar. Na, die sehen doch recht zufrieden aus, die Kühe. Und der Trog ist voll. Sie haben ja auch ordentlich Milch gegeben. Ups. So. So, alles klar. Jetzt gucke ich mal. Also die Kühe haben immerhin jetzt voll ausreichend Heu und auch noch Mischration für ein, zwei Tage oder so. Wasser könnten die noch gebrauchen. Die Hühner
Na, bei denen sieht's prächtig aus. Die Schafe können auch noch Wasser gebrauchen. Die Schweine können auch noch Wasser gebrauchen. Ja, und sie könnten auch noch mal Sojabohnen oder Sonnenblumenkerne nachkriegen, aber ich denke mal, das ist nicht so dringend. Und die Pferde, die könnten demnächst noch mal Heu vertragen und Hafer kriegen die dann ja bei der nächsten Ernte. Und die ist aber noch nicht reif. Da müssen sich dann Erwin und Gerti drum kümmern. So, ach, ich wollte bei den Pferden noch wegen der Sauberkeit gucken. Weil das Reiten der Pferde übernehmen ja auch Helfer aus dem Dorf. Und da wollte ich gucken, ob die ordentlich geputzt werden. Ja, wunderbar hier. Ja, ganz prima. Okay, wunderbar. Stelle ich den Trecker mal hier her. Okay. Habe ich hier überhaupt eine Motorsäge gesehen? Muss ich wohl noch irgendwie eine besorgen. So. Gut. Eigentlich müsste ja hier eine Motorsäge sein, weil die Birke ist ja schon abgesägt. Ja, es gibt schon eine Motorsäge. Aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht kann der Erwin sie ja wieder verkaufen, die ich jetzt irrtümlicherweise gekauft habe. Okay. Das löst sich in Luft auf, das Teil. Das ist ja auch was wert. Hauptsache, es kommt weg. Gut, jetzt habe ich hier die ganze Krone weg. Das ist auch gut. Da muss man sich ganz schön hinhocken. Okay, so wird das nix. Aber jetzt. Okay. Ob ich hier hingehen kann, um da besser hinzukommen? So, okay. Hier noch Kiste. Oh, sieht schlecht. Vor lauter Blattwerk. So, dieses Dings da will ich absägen. Ja. Na, machen wir das mal so. Oder kleine Stückchen.
So, ja. Ups. Auch weg. Ja, jawohl. Den Ast hier noch absägen. Und hier den Ast. So, dieses kleine Ding, das kann man bestimmt einfach so sich schnappen. Aber es wäre halt ganz schön, wenn der Ast ab wäre. Mal gucken. Okay, das ist auch eine Lösung. So. Nee. So, handliche Stücke mache ich jetzt noch. Ja, da wird sich der Erwin bedanken, wie ich da die Birke zurechtgekrüppelt habe. Da steht noch so ein lästiger Ast ab. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Na, ich guck mal, ob ich jetzt die Stücke nehmen kann. So. Kann man dann ja da zu dem Brennholzstapel beim Haus werfen. So. Ach, ich lege die einfach mal hier so hin. So. So. Gut. Und dann soll der Erwin entscheiden, was man da macht. Ah, das sind zwei Stücke. Dann nehme ich erstmal dieses hier. Ups. Birkenweitwurf. Gut. Sehr schön. Dann kann man da auch künftig besser navigieren mit dem Trecker. So. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja, das sieht schon viel ordentlicher aus. Hier noch diese winzigen Dinger, die zersägen. Den muss ich doch mal hier in die Luft auflösen. Ja, dann schnapp ich mir das halt noch. So. Okay. Gut. Wunderbar. Dann gucke ich hier jetzt nochmal auf dem Tablet. Nee, das war das Falsche. Hier wollte ich gucken, wie es den Tieren so geht, ob alles in Ordnung ist. Da haben wir ja vorher schon geguckt eigentlich. Ich denke mal, die wichtigen Sachen habe ich... Ah, Wasser! Wasser wollte ich hingeben. Fast hätte ich es vergessen mit dem Wasser. Okay, und die Felder... Aha, das Gras ist schon erntereif. Das heißt, ich könnte schon mal einen Helfer auf den Krone setzen, dass der schon mal mäht.
Okay. Das mache ich schon. Gut, dann kann der Helfer gleich mal loslegen. Jawohl, zacki, zacki. Wunderbar. Okay, und ich bringe den Tieren jetzt noch einmal Wasser. Die Schafe sind echt fleißig mit ihrer Wollproduktion. Sehr gut. Schönes, üppiges Gras zum Fressen. Okay. Ich denke mal, die Kühe müssen sich dann mit den verbleibenden 3000 Litern zufrieden geben. Dann ist es zwar nicht voll bei denen, aber es reicht dann für ein paar Tage. Das ist nicht die Wasserstelle. Da ist die Wasserstelle. Komm, vorwärts. Ah, Trigger, du schaffst es. So, jawohl. Sehr gut. Der Hydrant noch mal bei den Pferden. Ich glaube, da hinten an der Ecke. Nee, da ist er nicht. Ach, dort ist er. Na prima, da hätte ich ja gleich direkt hinfahren können. Dann mache ich hier einen Schlenker. So. Ist er so optimal platziert, um die Pferde zu trinken? Und ich habe es voll verpeilt. Oh, die haben aber nicht viel gebraucht. Das ist auch okay. Dann zu den Schweinen. So. Na, den Rest kann ich ja noch den Kühen bringen. Wie komme ich da denn am elegantesten hin? Wahrscheinlich über den Haupthof.
kriegt ihr noch mal was. Okay, ah, leer. Gut. Okay, dann stelle ich das hier wieder hier hin. So, ich sehe gerade, es wird Zeit, mich fertig zu machen, denn mein Zug fährt bald. Okay, dann fahre ich mal schnell den Trecker hier irgendwo. Den könnte ich hier auch noch schnell einparken. So, oder auch nicht. Gut. Ja, dann muss ich jetzt noch aus dem Ferienhaus meinen Koffer holen. Das ist ja glücklicherweise nicht weit. Ah, und ich checke noch mal kurz, dafür habe ich noch Zeit, wie das jetzt mit dem Wasser und den Kühen aussieht. Also die Kühe haben jetzt Wasser, wenigstens auch mal grün. Das sieht doch ganz gut bei denen aus. Und mich interessiert auch mal, was es eingebracht hat gestern der Tag an Gebäuden. Das darf ich gucken. Das hat mir der Erwin ausdrücklich erlaubt. 32.000, das ist doch eigentlich ganz gut. Das haben die Feriengebäude und die Bienen und die Pacht von dem Supermarkt eingebracht. So, jetzt hole ich hier noch meinen Koffer raus. Okay, gut. Ja, tschüss, hübscher Teich. Ein bisschen schwer fällt mir der Abschied ja schon. Hat mir hier sehr gut gefallen. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele hier gerne Urlaub machen. So. Mein Koffer ist glücklicherweise nicht schwer. Ja, und nur noch verabschieden. Tja, ihr Lieben, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ich hoffe, ihr habt viel Erfolg mit eurem Ferienhof. Es war wunderschön hier oben in den Bergen, an der frischen Luft, mit all euren Tieren. Hat mir echt super gut gefallen. Bis bald mal wieder. Lasst es euch gut gehen. Shanoe. Scarlet Bogem Amoeba. So, jetzt bin ich wieder unterwegs. Dann mal auf zum Zug. Tja, das wird schon eine Verbesserung, wenn die hier mal direkt beim Feriendorf ihre eigene Haltestelle haben. Dass man nicht immer bis zur Sägemühle laufen muss. Aber es geht. Also ich finde es in Ordnung. Aber Feriengäste sind ja oft anspruchsvoll. So. Okay. Jetzt warte ich, bis der Zug kommt. Ach,
schön hier oben. Einfach herrlich. Und da hinten sieht man auch die Burg von Felsbrunn. Na, vielleicht komme ich hier mal her, um hier mal Urlaub zu machen. Oder wenn die beiden mal wieder Urlaub machen wollen. Ich denke mal, ich mache dann hier einfach mal Schluss mit dieser Folge. Unseren Abschied haben wir ja jetzt. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss! Nerds! Espa, Mohania!